hören und sehen. Also, Sabine baut noch ein bisschen auf. Für Facebook? Ja. Ja, Facebook, also YouTube und dann... YouTube, Facebook und so weiter. Genau. Aber wir haben, wir haben hier ein bisschen Probleme, aber so ist das und immer. Und das Telefon. Das Telefon klingelt nur. Natürlich. Wir können bald so ein Bingo machen. Was passiert ja, in diesem Live? Ja, das wäre cool. Genau. Wann fällt was runter, wann klingelt's und so weiter. Nee, aber ihr Lieben, ihr könnt uns bitte wieder während des Lives eure Fragen stellen. Wir gehen drauf ein. Und heute dachte ich, gehen wir besonders auf Schuhkauf ein, also alles, was wir euch jetzt ja in Natura nicht bieten können. Also wir haben ja leider unseren Laden geschlossen und viele stehen jetzt vor dem Problem, woher wissen sie jetzt, welchen Schuh sie kaufen sollen, insbesondere wenn ihr Kind ein Laufanfänger ist zum Beispiel, ja. Also jetzt eine Mama mit ihrer 10-jährigen Tochter, die weiß, was sie für Schuhe braucht. Ja? Die weiß, ob ihr Kind schmale Füße hat oder breite Füße. Ich mache jetzt mal einen übertriebenen Vergleich. Ja, dann wird euch das Ganze mal ins Auge fallen hier. Ja, schmaler Schuh versus sehr breiter Schuh. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Ist jetzt mal ein bisschen übertrieben. Du schaust so. Nee, ich will immer nur in die... Ach so, hier. Ach ja, muss ich beide Kameras. Genau, ich muss immer beide Kameras beachten. Ihr seht mich nur im Profil. Stimmt, ne? Das ist jetzt also mal ein bisschen überzogen. Aber um das Ganze mal so zu zeigen, wie das mal im Extremfall aussehen kann, schmal versus breit. Genau, wir haben auch schon ein ganzes Live zu Laufanfängern, schwieriges Wort, gemacht. Das findet ihr noch auf Facebook. Müsst ihr mal ein bisschen runterscrollen. Da kann man das noch sehen. Das war auch eigentlich schon ganz schön. Genau. Ich beantworte jetzt mal so ein paar Fragen, die ihr uns schon eingereicht habt. Und ich möchte vorweggreifen, zum Beispiel so reine Produktanfragen, wie zum Beispiel, welche Halbschuhe habt ihr in Größe 28 in Rot? Nehmt es mir nicht übel, dass ich euch jetzt die nicht alle aufliste, sondern da würde ich euch bitten, schaut mal bei uns in den Shop, wir haben da die Rubrik Schuhe, dann könnt ihr zum Beispiel zu Halbschuhen gehen, Halbschuhe bieten sich jetzt ja bei diesem Übergangswetter total gut an, und dann könnt ihr zum Beispiel auch unsere Filterfunktion nutzen. Wir haben da die Möglichkeit, zum einen nach Hersteller zu suchen, wenn ihr sagt, hier, es muss unbedingt der oder der die Marke sein. Ihr könnt dort eure Wunschfarben anklicken, zum Beispiel halt in dem Fall rot. Und ihr könnt auch eure Größen anklicken. Wenn ihr euch unsicher seid und gerade weil viele Hersteller immer ihre Schuhe unterschiedlich groß auf die Leisten ziehen, also 26 ist nicht gleich 26, das kann ich euch versprechen. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, klickt ruhig zwei verschiedene Größen an. Ja, gerade auch wenn ihr eher so ein bisschen am Schwanken seid. Also wenn ihr bei einer 26 seid, nehmt ruhig auch nochmal die 27 oder auch die 25, also weil es einfach sehr unterschiedlich ausfällt. Scrollt euch doch da mal ganz in Ruhe durch. Versuchen wir die Schuhe auch mal auszumessen? Genau, wir versuchen außerdem die Schuhe natürlich immer auszumessen und euch unsere Größenangaben dort mitzuteilen. Also wir haben dort eine Größentabelle bei unseren Schuhen und dort ist die Innensohlenlänge angegeben. Ja? Und die Innensohlenlänge, die ist ganz, ganz wichtig. Also sprich, bei fast allen unseren Schuhen kann man so eine Sohle nämlich rausnehmen und ihr stellt den Fuß da drauf. Oben sollte, gerade bei den kleinen Kindern, nicht mehr als ein kleiner Finger Platz sein. Das ist die notwendige Abrollfläche und eine kleine Wachstumszugabe. Die braucht ihr. Wenn ihr da jetzt einen Daumen bei eurem ersten Mäuschen, das jetzt hier gerade anfängt loszulaufen. Wenn ihr da vorne einen Daumen Platz habt, ja, dann ist das wie wie Clown Otto, dann stolpert euer Kind und fällt und purzelt und kann nicht laufen. Also einen Daumen für ein ganz kleines Kind, was 1-2 Jahre alt ist, macht einfach noch keinen Sinn. Euer Teenie, na klar, da stört es nicht, wenn ihr vorne einen Daumen Platz habt. Gerade bei Jungs, die irgendwie bei Pubertätseintritt nochmal so hochschießen von der Fußgröße her. Da geht es wunderbar. Ansonsten, wie gesagt, notieren wir, welche Schuhgröße wir dort haben, also welche Innensohlenlänge die entsprechende Schuhgröße ist. Das kann aber sehr stark variieren. Ich sage euch mal zum Beispiel bei unseren Herstellern. Wir haben einige Hersteller, die fallen sehr klein aus. Das sind zum Beispiel Noel oder auch Pololo. Das sind Marken, die sehr klein, ich sag mal jetzt Schneidern, ist ja nicht Schneidern, aber die fallen sehr klein aus. Dann haben wir... Hersteller, die größtenteils größengerecht ausfallen, wie zum Beispiel Frodo. Frodo ist ja eine sehr große Marke, die fallen größengerecht aus. Ja, also das sind jetzt hier zum Beispiel mal Frodo-Innensohlen. Und Affenzahn zum Beispiel auch. Aber die gehen zum Beispiel schon wieder Richtung groß werden. Also wir haben auch viele Hersteller, wie zum Beispiel Fili, Buntgard,
Affenzahlen, die eher großzügig ausfallen. Und das ist eine Sache, die sehe ich ganz, ganz oft, gerade weil ich jetzt ja momentan eure Retouren auch bearbeite, dass viele eine Auswahlbestellung machen. Das ist richtig und super und soll auch so sein. Ja, man würde natürlich auch in jedem Schuhgeschäft, probiert man ja nicht einen Schuh an und ist da durch. Das verstehe ich total. Aber wenn ihr einen Schuh wählt und den in vier Größen für ein Kind aussucht, dann ist natürlich, dann geht vielleicht nochmal vorher in euch, würde ich euch empfehlen, und guckt nochmal nach. Unsere Größenangaben sind eigentlich schon sehr detailliert und dass ihr vielleicht ein oder zwei von einem Modell in dem Design oder sowas aussucht, auswählt. Hintergrund ist dieser, die Schuhe sind dann natürlich bis zu 2 Wochen in der Weltgeschichte unterwegs, bis sie wieder bei uns eintreffen und können so lange nicht von anderen Familien ausgewählt werden. Also das wäre so eine Bitte. Gerade auch, wenn ihr große Kinder habt, die ganz genau wissen, was sie wollen, dann ist das so ein Tipp, guckt doch zusammen mit euren Kindern unsere Schuhe an und lasst sie auswählen. Und wenn ihr sagt, oh Mann, es gibt Sachen, die möchte ich auf gar keinen Fall, zum Beispiel, weiß nicht, einen gelben Schuh oder einen Glitzerschuh oder sowas, dann könnt ihr die vorher auch wegfiltern, sozusagen, ja. Oder jetzt, keine Ahnung, wenn euer Mäuschen sich jetzt einen Winterschuh aussuchen würde, also dann geht er natürlich nicht zu den Winterschuhen oder sowas. Das sind also noch so ein paar allgemeine Tipps. Ansonsten haben wir oft die Frage, dann waren noch so ein paar Fragen, zum Beispiel, haben wir vegane Schuhe? Ja, wir haben vegane Schuhe bei uns im Sortiment. Jetzt vorrangig Halbschuhe. Ich stehe mal kurz auf und zeige euch mal. Kletter mal hier über den Tisch, ganz elegant. Das hätte ich ja mal vorher. Hupsala. Der totale Einsatz hier. Ja, Vicky will wieder, dass ihr Popo auf dem Video. Nein, will ich überhaupt nicht. Will ich nicht. So. Auf jeden Fall auch auf Bingo. Ich habe jetzt mal nur zwei mir mal eben so geschnackt. Das sind jetzt zwei Modelle von Fili. Wow oder sowas. Ist so ein hawaiianischer Name von so einer schönen kleinen Stadt. Und der ist jetzt aus recycelten PET-Flaschen zum Beispiel. Finde ich ja super. Sehr, sehr nachhaltig. Oder es gibt auch das gestrickte Modell. Ist, glaube ich, der Softway, von denen jetzt hier in der Farbe Sky. Die gibt es auch noch in Mint. Das wären jetzt so schöne Halbschuhe zum Beispiel für die Übergangszeit, Sommerzeit. Und es wird auch vegane Sandalen geben. Zum Beispiel denke ich da an das beliebte Fili-Modell Seastar. Also das wird auch wieder kommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ist nur momentan noch nicht da. Ist ja Ende März. Bei uns hat es gestern geschneit. Also nehmt es uns nicht übel, dass da noch nicht viel im Shop ist. Ja, also gerade bei den Sandalen. Das dauert noch ein bisschen. Und wir werden dieses Jahr tolle, tolle Sandalen bekommen, hoffe ich, von Tiki. Auch die werden im April kommen. Ja, Tiki ist so ein Barfußschuhhersteller. Und da haben wir tolle Sandalen geordert. Da bin ich schon ganz, ganz scharf drauf. So, ansonsten, ich möchte euch mal zeigen, was es mit der Fußform auf sich hat. Ich habe jetzt leider nicht die Möglichkeit, euch zu sagen, passt mal auf, macht A mal B mal C und ihr wisst, ob der Kinderfuß, den ihr vor euch habt, schmal, mittelbreit ist, einen hohen Spann hat oder nicht. Leider gibt es dafür keine Formel. Was ich aber mega fände und ich finde, das hätte absolut einen Nobelpreis verdient. Es gibt so viele, komische Geräte. Es gibt vielerlei Messgeräte, plus 12, dann gibt es noch dieses Clever-Mess und sowas alles. Wir hier im Laden haben natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass wir hier jeden Tag, bis vor kurzem, so viele Füßchen sehen, dass uns das natürlich in Fleisch und Blut übergeht. Und ich muss nur einen Fuß kurz sehen und da weiß ich, ist der groß, klein, dick, dünn, hoch, flach, wie auch immer. Ihr habt die Möglichkeit natürlich nicht. Und gerade wenn ihr jetzt zu Hause seid und keinen Kontakt zu Freunden, Familien, Verwandten oder sonstiges habt, natürlich fällt euch das da schwerer einzuschätzen, wie der Fuß ist. Damit ihr jetzt nicht verzweifelt eure kleinen Babyfüße anguckt und nicht genau wisst, was ist denn jetzt nun, kann ich euch empfehlen oder ist das ein Vorschlag von mir? Schreibt uns, wenn ihr unsicher seid, habe ich einen schmalen Fuß, einen breiten Fuß hier vor mir, ist der Spann hoch oder nicht? Was ist das überhaupt? Der Spann ist der Fußrücken, das kann ich euch schon mal sagen. Also dieser Teil hier oben, ja. Schreibt uns eine kurze Nachricht auf Insta oder schreibt uns eine Mail und packt uns 1, 2, 3 Fotos eurer Babyfüßchen mit dazu oder eurer Laufanfängerfüße und dann kann ich euch das ganz schnell beantworten. Ansonsten gibt es so ein paar Hinweise. Zum Beispiel ist es so, dass wenn ein Kind eine sehr schmale Statur hat, ist es häufig so, dass das Kind auch eher zu schmaleren Füßen tendiert. Es gibt immer Ausnahmen, ja, aber das ist so eine Tendenz. Genauso kann man sagen, sehr, sehr kräftige Kinder, gerade Kinder mit Babyspeck, ja,
die vielleicht richtig so kleine Speckringe haben und die fangen jetzt an zu stehen, die fangen jetzt an zu laufen. Ganz häufig haben die dann auch eher so knubbeligere Füße, haben vielleicht sogar richtig so eine kleine Speckfalte obendrauf auf dem Fuß und haben so einen richtig kleine Stampfer. Ja, dann sind das eher Füße, die breit sind. Das so mal als Tipp, aber auch da, wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche. Wir hatten ja auch schon Kinder, die waren oben rum, wo du denkst, jetzt kommt hier so ein kleiner Buddha rein. Und unten hatte der ganz, ganz zarte Füße, ganz zarte Fesseln. Das gibt es auch. Aber das ist wirklich, was wir im Alltag sehen, dass sich das so durchzieht. Ja? Oder auch wenn ihr selber als Eltern zum Beispiel, ich selber habe sehr, sehr breite Füße, richtig breite Füße, habe sehr große Probleme damit, immer Barfußschuhe zu finden. Mein großer Sohn hat auch breite Füße mit einem hohen Spann. Mein zweiter Sohn hat einen mittleren Fuß, mittelbreiten Fuß mit einem höheren Spann. Also auch da hat sich die Tendenz gezeigt, dass wir jetzt keine Kinder haben, mein Mann und ich, die jetzt einen explizit sehr dünnen, sehr schmalen Fuß haben. Ja? Ansonsten möchte ich euch das mal anhand von einem Schuhhersteller zeigen. Der ist bei uns sehr beliebt im Laden. Und zwar ist es die kroatische Firma Frodo. Die machen sehr hochwertige, dabei aber noch relativ günstige Schuhe. Unsere Kunden sind super happy mit denen und die fertigen verschiedene Modelle. Und das ist nämlich auch so eine Sache. Häufig erreichen uns Kundenanfragen von wegen, wir haben einen schmalen Fuß, denn wir tragen ja Frodo-Schuhe. So kann man das nicht pauschalisieren. Die meisten unserer Hersteller führen unterschiedliche Modelle und bei den Modellen unterschiedliche Weiten. Das ist ein bisschen verwirrend und manchmal auch ein bisschen blöde. Von daher kann man das nicht so pauschalisieren. Ich zeige euch jetzt mal so einen Kontrast. Zum Beispiel bei diesen drei Schuhen hier. Wenn ich euch zu schnell rede oder irgendwas nicht mitgekriegt habt oder sowas, dann sagt ihr mir das Ganze. Hier habe ich jetzt mal das Einzige, was hier gleich ist, ist, dass es ein Glattlederschuh ist mit einem Doppelklett und dass sie grün sind. Okay, und sie haben auch noch die gleiche Höhe. Okay, es sind doch schon einige Gemeinsamkeiten. Das sind jetzt alles drei verschiedene Frodo-Schuhe. Alle drei in der Größe 23. Ich zeige sie euch mal von unten. Auch hier seht ihr, es sind drei verschiedene Sohlen. Was ist jetzt hier was? Ja, ich fange mal an von dem schmalsten. Das ist dieser hier. Der hat eine sehr schmale Passform. Alle haben gemeint, dass sie eine schön flexible Sohle haben. Aber auch hier sind sie auch nochmal unterschiedlich von der Dicke und auch von der Weichheit her. Das ist jetzt das schmale Modell Kletter. Wir haben uns jetzt ganz clever gedacht im Shop, kurz und schmal, also ist das Wort auch kurz und schmal. Also in dem Sinne Fall Kletter. Der Kontrast wäre der Klettschuh, da ist das Wort länger. Das ist jetzt unser Modell für die breiten Füße. Ja? Zum Beispiel, ich zeige euch das mal. Oder auch so, hier sieht man, finde ich, den Kontrast ganz gut, wenn ihr Sieht auf man den Schuh guckt. die Schilder hängen davor. Ja, also wenn man den Schuh ansieht, vor allem von oben, dann finde ich, sieht man das ganz schön, dass dieser Schuh einen schmal nach vorne geht, wohingegen dieser deutlich sich aus, ich sage jetzt mal, deutlich in die Breite geht, deutlich ausbeult sozusagen. Der beult nicht aus, aber er ist halt deutlich breiter. Und jetzt nochmal im Kontrast dazu das Barfußmodell von denen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was heißt jetzt Barfuß, soll mein Kind den Schuh jetzt Barfuß tragen? Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern es ist die Form zum Beispiel damit gemeint, die Form der Schuhspitze. Hier haben wir eine klassische Form, das ist eine halbrunde Form. Das Hauptaugenmerk liegt in der Mitte, ja, also auf den ich sag jetzt mal so blöd, auf den dritten Zeh. So eine klassische Schuhform, wie ihr die alle auch größten Teil zu Hause haben. Ja? Wenn wir uns Damenschuhe angucken, Sportschuhe, Turnschuhe, die haben fast, also eigentlich alle, außer es ist ein Barfußschuh, haben ihren Hauptaugenmerk auf bei diesem Halbrunden auf dem dritten Zeh. Bei dem Modell hier, fällt euch das vielleicht auf, liegt das Hauptaugenmerk auf den ersten beiden Zehen, auf den ersten und auf den zweiten Zeh. Und das ist diese ergonomische Schuhform. Das macht den Barfußschuh aus, unter anderem. Hinzu kommt, dass er äußerst flexibel ist. Ja, ich kann diesen Schuh komplett drehen, knautschen, wenden, wie auch immer. Dass er keinen Absatz hat. Ja, dass er also hinten wie vorne gleich hoch ist zum Beispiel. Und dass der Fuß kein Fußbett hat. Und das ist hier das Einzige, was diesen Schuh hier nicht zu einem vollkommenen Barfußschuh auszeichnet. Dieses Modell nennt sich übrigens Extra Flexible. Jetzt muss ich mal gucken. Ha! Welcher war es denn? Der hier. Muss man übereinander legen. Das ist seine Sohle dazu. Auch hier sieht man es, dass es keine halbrunde Sohle ist, sondern dass das Hauptaugenmerk wieder auf dem ersten und zweiten Zeh ist. Kontrast dazu ist der. Hier seht ihr, der ist hier vorne nochmal deutlich spitzer und schmaler. Also ein breiter Fuß in diesem Schuh
Das wäre ungünstig, weil die Zehen hier unschön zusammengeführt werden. Ja? So. Also, zum Abrollen des Fußes, für einen natürlichen Fußgang, ist es schon schöner, wenn man einen Barfußschuh wählt. Ja? Für die Entwicklung des Fußes. Das hier ist jetzt eine Sohle, die hat, gilt deswegen nicht mehr als reinen Barfußschuh, weil sie hier so einen kleinen, ich sag mal, Schockabsorber hat. Also, ich weiß jetzt nicht, es fühlt sich für mich nicht anders an als jetzt die grüne Farbe. Aber es soll wohl minimal dämpfen. Deswegen ist dieser Schuh kein ausgewiesener Barfußschuh. Ja? Wen stört, der kann diese Sohle aber auch rausnehmen und kann sich zum Beispiel so eine hauchdünne Filzsohle reinlegen, ohne Absatz, ohne alles. Haben wir zum Beispiel von Pololo, kann man sich zurechtschneiden. Das könnte man tun. So. Das heißt, der Schuh ist für was für eine Schuhform? Die Weite, das ist jetzt die anatomische Fußform. Und dieser Schuh, dieses Modell, extra flexibel, ist für schmale bis mittelbreite Füße und auch für Füße mit einem höheren Spann geeignet. Ja? Also wenn hier der Fußrücken sozusagen ein bisschen höher ist, dann ist das in Ordnung. Ein sehr breiter Fuß, der hat hier drin nicht genügend Platz, weil dieser, sag ich mal, Barfußschuh in Anführungsstrichen, ist ja kein reiner Barfußschuh, ist jetzt nicht so gut für einen sehr breiten Fuß geeignet. Da wäre zum Beispiel für einen breiten Fuß dieses Modell besser geeignet. Das ist ein Modell, das ist der, wer ist der denn? Softbike? Softfeet? Nein, Softfeet ist der andere. Jetzt haben wir die Schildchen schon abgemacht. Es ist der Halbschuh von, es ist der flache Halbschuh von Feely bei uns. Softway und Softbike. Das ist Softbike. So, aus Glattleder von Feely in der weiten Weite. Und das bedeutet, dass er hier einen besonders langen Klett hat. Ja, für einen Fuß, der jetzt sehr knubbelig ist, der sehr breit ist, habe ich hier die Möglichkeit, dass ich den Schuh schön anpassen kann. Also mein dicker Fuß ist jetzt hier drin, mal ein bisschen übertrieben. Jetzt klingelt auch noch mein Handy. Sind wir trotzdem noch online? Nein. Oh, wer ist denn da? Meine Mama. Ach, die hat top Timing. So, sind wir wieder da? Sind wir wieder da? Sag mal. Schenkt ihr uns mal einen Daumen? Meine Mama hat gerade angerufen, sorry. Mama, ich kann nicht. Sieht man uns? Hört man uns? Ich weiß nicht. Also hier Helene sagt ja. Helene sagt ja. Okay, toll. Ich komme mal wieder zurück. Also das ist jetzt ein Modell für Füße mit einem hohen Spann, ein breiterer Fuß. Ja? Und da auch wieder ein Barfußschuh. Hier ist auch wieder alles andere gegeben. Ich habe also diese anatomische, ergonomische Fußschuhspitze, wieder im starken Kontrast zum Beispiel hier bei dem Modell. Ja, hier kann man das ganz gut sehen, finde ich. Wir sind offensichtlich ein bisschen verzögert. Jetzt passt mein Mund nicht zum Ton. Meinst du, das kriegt sich wieder ein? Ich denke schon. Oder müssen wir nochmal rausgehen? Ich hoffe es mal. Sag uns mal, wie es jetzt so ist. Ist der Ton okay, Ton und Bild? Oder nicht okay? Da macht einen Daumen nach unten. Ich trinke mal einen Schluck. Helene sagt, jetzt passt es aber. Einfach mal schnell raus und wieder rein, dann schalten bestimmt wieder alles. Ja, aber dann ist leider wieder die Hälfte weg. Dann ist ja der vorherige Live weg. Genau, das ist immer, ist gut, okay. So. Wir haben sonst auch noch, ich nehme ja parallel noch auf für YouTube. Ich hoffe, dass ich es morgen hochladen kann. Genau. Super. Das Stoffwindel ist übrigens bei YouTube. Das Stoffwindel-Live-Video. Ja. Ja, sehr gut. Da hatten wir auch befürchtet, das wäre alles weg. Genau. Okay, ich komme mal wieder zurück zu meinem weiten oder genau weitem Schuh. Also für Füße, die relativ breit sind und einen hohen Spann haben, da sind zum Beispiel diese halbhohen Softbike von Feely ganz toll. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie sehe ich denn jetzt zu Hause bei der Anprobe, ist der Schuh zu weit oder ist der Schuh zu schmal, zeige ich euch das mal. Wenn ihr diesen Schuh anzieht und der Schuh sieht nach dem Anziehen so aus, dann ist dieser Schuh zu weit. Ihr habt dann hier, ich habe es mal ein bisschen übertrieben dargestellt, wenn der Klett aber deutlich über der Klettfläche ist, das ist so ein guter Tipp, dann ist das zu viel. Ja? Dann braucht euer Kind nicht die Weite dieses Schuhs. Das Kind kann den Schuh nicht ausfüllen. Andersherum sieht euer Klett nach dem Anziehen, schwupp, wieder ein bisschen leicht übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, sieht euer Schuh hingegen so aus, dann ist der Schuh zu eng für den Fuß. Ja, dann ist das auch nicht das richtige Modell. Im Idealfall ist die Klettfläche abgedeckt.
Das kann mal minimal hier so ein Millimeter oder sowas kann das mal drüber oder drunter sein. Das ist jetzt kein Problem. Aber es sollte nicht ins Extreme gehen. Weder, dass der Klett zu sehen ist, noch, dass ihr total überklettet. Das wäre blöd. Bei einem Modell zum Schnüren, Schnüri. Bei den Modellen zum Schnüren seid ihr meistens da sogar noch flexibler. Das ist eigentlich das Schöne. Deswegen wir Schnürer auch gerne für Laufanfänger empfehlen, weil man die besonders gut anpassen kann. Ja? Schnürschuhe lassen sich häufig auch sehr weit öffnen, schön weit nach vorne. Und sie sind häufig noch flexibler, weil sie ja hier keinen störenden Klett haben. Logisch. Ja? Von daher kann man häufig diese Schuhe noch besser, ich sag jetzt mal, knautschen. Ja, sie sind häufig dann noch freier und flexibler. Also durchaus, gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo die Mäuse eh nicht in die Kita gehen, überlegt euch doch, ob ihr nicht vielleicht mal einen Schnürschuh ausprobieren wollt. Ja, also die kann man besonders gut anpassen. So, jetzt überlege ich, was wollte ich euch noch sagen? Achso, dann war noch die Frage, mein Kind krabbelt, steht, läuft, wann brauche ich denn jetzt nun Schuhe? Also, wir empfehlen, dass euer Kind freihändig und sicher läuft für einen richtigen Schuh. Ansonsten macht es vorher keinen Sinn. Gerade wenn die Kinder immer mal wieder wechseln, ins Krabbeln, ins Stehen, ins Laufen. Die Mäuse verlieren solche Schuhe nur. Ja? Das macht keinen Sinn, einem Kind so einen Schuh anzuziehen, wenn es noch nicht mal richtig stehen oder laufen kann. Wenn euer Kind in dieser Übergangsphase seid, ja, ist kein reines Krabbelkind mehr, aber läuft auch noch nicht so super. Ich kenne diese Phase, ich bin ja selber Mama. Und meine Kinder sind im Winter, haben sie angefangen zu laufen und ich brauchte auch einen Schutz für draußen. Da war ich auch so, was mache ich denn nun? Ich kann euch da solche Schuhe hier sehr empfehlen. Solche schönen Lederschuhchen. Ach Mensch, den Kanner wollte ich euch auch nochmal zeigen. Den habt ihr auch schon in der Story häufig gesehen. Das sind zum Beispiel ganz tolle Lederschläppchen, Lederschuhchen. Oder auch hier dieser Buntguard Pre-Walker 2 zum Beispiel. Das sind ganz, ganz weiche und flexible und die haben äußerst flexible und weiche Minimalsohlen, sagen wir jetzt mal dazu. Häufig sind die nämlich ebenerdig, bündig angenäht worden, ja, sind super weich. Manchmal gibt es auch noch so einen kleinen Zehenschutz vorne, aber sie, anders als jetzt solche Schuhe, haben sie keine Sohle, die jetzt so großartig drumherum geht. Die sind zwar auch alle schön weich, aber nicht so weich wie jetzt diese, ich sag mal, Lederpuschen, die jetzt sind jetzt hier von der Firma Juckjuck, gibt es zum Reinschlüpfen, gibt es zum Schnüren, ja, wie so ein kleiner Schnürer. Und das Tolle ist, ihr habt eine Outdoor-Sohle drunter, also die ist rutschfest und bei einem, ich sag mal, trockenen Wetter ist das ein idealer Schuh auch für draußen, auch für den Spielplatz. Wenn es jetzt draußen junge Hunde regnet, müsst ihr euch überlegen, ob ihr dann zwingend raus müsst, dann könntet ihr natürlich auch nochmal einen Überzieher drüber ziehen, ja. Aber ansonsten für ganz normales Frühlingswetter sind diese Schüchen ideal. Was ihr damit nicht machen sollt oder dürft, ist Bobbycar fahren. Ja? Also was wir hier schon für zerschredderte Schuhe gesehen haben, das passiert nämlich. Das Kind fährt und pritsch und setzt so den Fuß immer auf und zieht diesen Oberschuh, sage ich mal, immer quer damit über den Asphalt. Und das ist ein Problem für jedes Leder. Bitte nutzt dafür diese Schutzkappen. Oder wenn es überhaupt nicht geht, ein Schuh, der das vielleicht noch ein bisschen aushalten kann, ist zum Beispiel der Buntguard, der heißt jetzt hier Walk zum Beispiel. Der hat hier vorne so eine kleine Schutzkappe, sage ich mal. Ja, der ist wirklich äußerst robust, wenn es nicht anders geht. Aber seid da nicht mokiert, wenn hier vorne ein bisschen was abgeschrammelt ist. Aber es ist das einzige Schuhmodell, den ich empfehlen würde, den wir auch in einer kleinen Größe haben, der wirklich so äußerst robust ist, der das vielleicht auch noch vertragen kann. Aber ihr seht schon, er ist zwar auch schön weich und flexibel, aber zum Beispiel nicht ganz so soft wie jetzt der hier. Ne? Also hier würde ich schon sagen, hier muss ein Kind wirklich schon einfach 1, 2, 3 Wochen sicher, ohne Hand, ohne Festhalten laufen können. Dann wäre das ein toller Schuh jetzt fürs Frühling. So. Was hatten wir noch für Fragen? Oder habt ihr Fragen? Ja. Ihr könnt natürlich Fragen stellen. Schmale. Modelle für schmale Füße war gewünscht. Und da kommt es drauf an. Wir haben Schuhgröße 19 bis 40 und die Modelle werden nicht von jedem, also die gehen nicht hoch von 19 bis 40, weil es gibt schmale Modelle für kleine Kinder und es gibt schmale Modelle für große Kinder. Gezeigt hatte ich euch eben zum Beispiel für einen schmalen Fuß jetzt hier mal diese Ballerina. Die haben wir von der 46 bis, ich glaube, 35. 46? 26. Ja. Sorry, 46. Von der 46, naja.
Bis 50. Genau. Achso, und wir haben natürlich auch in unserem Shop bei fast allen Modellen für euch den Tipp auch hingeschrieben, da, also für welche Fußform wir dieses Modell empfehlen. Ob für eher schmale Füße oder für eher breite Füße oder für den Fuß mit einem hohen Spann. Ja, da haben wir das hingeschrieben. Euch jetzt alle Modelle in schmal zu zeigen, das ist ein bisschen schwierig, zumal es halt jetzt, wie gesagt, für die jungen Kinder gibt es andere Modelle als für größere Kinder. Tellio zum Beispiel ist ein Hersteller, der macht auch eher für schmale Füße. Für schmale Füße für größere Kinder macht der zum Beispiel. Ja? Oder bei den Chelsea Boots, da gibt es zum Beispiel auch die Faustregel, die Chelsea Boots von Frodo sind eher für schmale Füße bis mittelbreit. Und die Modelle von Buntgard sind dann eher für mittelbreit bis breite Füße bei den Chelsea Boots. Ja, genau. Ach, ich habe euch noch gezeigt, wie ihr das zu Hause nochmal messen könnt. Die Innensohlenlänge, also die, erstmal die Fußlänge. Dazu nehmt ihr euch am besten ein Blatt Papier, Bleistift und Lineal, ja, und stellt das Füßchen eures Kindes oder am besten beide Füße auf dieses Blatt Papier. Am besten am Nachmittag, wie beim Erwachsenen, wird der Fuß im Laufe des Tages immer ein bisschen größer. Dann umzeichnet ihr den Fuß. Ich stelle euch mal vor, jetzt ist jetzt hier der Fuß. Ich mache das Ganze hier. Ja. Und dann messt ihr von der Ferse bis zur, weil man meistens ist ja hier so der große Zeh ein bisschen größer und bis hierhin. So. Den genaue. Dann messt ihr das einmal. Jetzt müsste ich das einmal durch. So. Jetzt haben wir hier eine 13,0. Dann notiert ihr euch das Ganze. 13,0. Und dann an der weitesten Stelle, das ist meistens hier am Zehenbereich, im Ballenbereich. Und da haben wir hier eine 6,0. So, und dann könnt ihr, schwupps, 6,0. So, und dann könnt ihr, also die Weite ist meistens, die Breite ist meistens nicht angegeben im Shop. So, also über Kopf macht sich das ja total dämlich. So. Ja, also das ist wichtig zu sehen. Das wäre jetzt mal hier ein mittelbreiter Fuß zum Beispiel. Als Beispiel. Und ich denke mal von der Größe her, was habe ich hier? Eine 24 bei Frodo. So, und jetzt könnte man hier nämlich sehen, wenn ich jetzt mal ausschneiden müssen, für den, bei dem Modell wäre das jetzt fast schon zu kurz. Hier wäre nämlich bei dem Frodo, das ist ganz süß gemacht, die haben so einen kleinen Smiley oben auf der Sohle. Und beim Schuhkauf soll der Smiley zu sehen sein. Also soll der Fuß bis maximal hier hingehen. Wenn ihr beim Probieren zu Hause feststellt, nee, ich sehe den Smiley überhaupt nicht mehr, dann ist der Schuh schon zu klein, da braucht ihr die nächste Größe. In dem Fall bräuchte dieses Kind hier eine Schuhgröße 24 bei dem Hersteller Frodo. Ja? So. Kommt doch eine Frage. Habt ihr noch was? Bisher kam noch keine Frage. Wir haben jetzt neu, wir kriegen mal viele Fragen, was jetzt alles noch so demnächst kommt. Also es werden noch mal viele Schuhe kommen. Tiki als neue Marke kommt noch mal rein. Frodo Sandalen sind auf dem Weg ins System, ja. Buntgard ist jetzt neu eingetroffen. Für die Erstlinge sind auch noch die schönen Bärenskanner zum Beispiel, die sind auch eingetroffen. Und also hier kommt, ich glaube, jede Woche gefühlt was. Fili kam auch noch mal kistenweise, da bin ich auch noch mal gespannt. Und Affenzahn, die neuen Modelle, sind auch schon eingetroffen. Da kommt zum Beispiel der Bär aus Leder und der Koala aus Strick. Die werden wahrscheinlich auch noch wirklich diese Woche verfügbar sein. Ach so, apropos Affenzahn. Wer Affenzahn noch nicht kennt, ich habe mal hier einen in der Hand. Das ist auch ein ganz toller Barfußschuhhersteller, den viele, vielleicht erkennt ihr dieses Zeichen, von diesen bekannten Rucksäcken her kennen. Ja, und die haben im vergangenen Jahr angefangen, diese Barfußschuhkollektion zu machen. Letztes Jahr waren sie schon gut, dieses Jahr sind sie noch besser. Sie machen Schuhe, ich habe jetzt hier das Ledermodell Hund in der Hand. Für einen mittelbreiten Fuß mit einem hohen Spann ist der zum Beispiel sehr gut geeignet. Und die Schuhe sind äußerst flexibel und weich. Ja, ich kann sie super quetschen und biegen. Sie haben keine Sohle zum Herausnehmen, zur Größenüberprüfung. Aber man bekommt eine Schablone mit nach Hause, um da die Größe zu überprüfen. Das ist jetzt das Ledermodell. Es gibt auch noch zum Beispiel Modelle aus Bio-Baumwolle oder auch aus, ich glaube, recycelten PET wieder, diese Strickversion, die der Sportschuh. Und es gibt verschiedene Schuhe, sie fallen auch großzügig aus. Witzig finde ich, dass man hier von unten so eine Art Fußabdruck hat. Und wenn man beide Schuhe nebeneinander stehen hat, dann hat man ergänzend das Tier, das jeweilige. Ja, also dann können die Kinder nämlich auch leicht für sich lernen, wo ist jetzt links und rechts. Das finde ich sehr witzig. Ansonsten hat man hier nochmal so ein kleines Emblem zum Beispiel hier von dem Tierchen. Und in der Zunge
sieht man auch nochmal das entsprechende Tier. Und dann weiß das Kind, habe ich den Schuh weit genug geöffnet, dann kann ich nämlich das Tier sehen und dann kann ich ganz leicht reinschlüpfen. Und das Leder von dem ist wirklich also handschuhweich. Es ist absolut herrlich. Ja, also von mir persönlich, achso, und federleicht ist er auch. Also von mir persönlich ein absoluter Lieblingsschuh, den ich auch immer empfehle, also empfehlen kann. Ja, sehr ergonomisch, ganz, ganz toller Barfußschuh. Und die Frage kam, Barfußschuh ja oder nein? Ich persönlich finde ja, Barfußschuhe sind ganz toll. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr sie barfuß tragt, sondern dass die Kinder darin ein Gefühl haben, als würden sie barfuß laufen. Und das ist sehr, sehr schön und sehr gut und sehr wichtig eigentlich auch, dass die Kinder den Untergrund spüren können, dass die Muskeln aktiv werden, dass der Schuh den Fuß nicht einengt, dass er ihn nicht... Manch einer sagt ja, wir brauchen einen Schuh, der Halt bietet. Das hat man, also das war bei meiner, zu meiner Kinderzeit auch noch definitiv so, dass man da was hatte, was sehr, sehr stabil war. Heute geht man eher davon weg und sagt, der Fuß soll selber aktiv werden, er soll die Möglichkeit haben, seine Muskeln zu aktivieren und dass die Füße an und für sich sich erst ausbilden müssen auch. Ja, also die klassische Fußform, wie wir sie ja als Erwachsenen haben, die bildet sich ja erst über die Zeit und gerade in den ersten Jahren, vom Baby über Kleinkind, Kita-Kind, entwickelt sich so ein Fuß ganz doll. Von so einem kleinen Babyfuß, der ja eine glatte Fläche hat, bis zu diesem typischen Fuß. Also, ich sag jetzt mal auch mit dem Fußgewölbe, selbst da streiten sich auch die Experten. Und es ist eigentlich schon schön, wenn man da nicht gerade zu einem Schuh greift, der völlig unflexibel ist, der einen, so einen Absatz hat für ein anderthalbjähriges Kind, der mehr schick als funktional ist. Natürlich soll ein Schuh auch schön sein und der soll euch als Eltern auch richtig gut gefallen. Noch besser, wenn es den Kindern gefällt. Aber vor allem soll der Schuh fürs Kind funktional sein. Und das ist ja, wenn er zum Beispiel super leicht ist. Weil dann ermüden die Kinder viel später, sage ich jetzt mal, als wenn sie da so einen schweren Klotz am Bein haben. Der soll flexibel sein, der soll einfach alles mitmachen. Ihr müsst euch vorstellen, die Kinder spielen ganz, ganz viel auf dem Boden, auf dem Spielplatz, wo auch immer. Ja, und wenn der Schuh da das mitmacht, dann ist das ein richtig guter Schuh. Wenn der Schuh das nämlich nicht mitmacht, dann passiert das. Die Kinder rutschen dann und spielen auf ihrem Fußrücken, auf ihrem Spann weiter, ja, weil der Schuh das nicht mitmacht, ja, weil der einfach so viel zu fest ist. Und das Wichtigste ist, die Zehen können sich aufspreizen. Ja? Also ich zeige das mal, das hier ist ja die natürliche Form. Meine Mama hat auch schon ihren Hallux Valgus zu Hause, die hat sich im Sommer operieren lassen, ja, von zu engen Schuhen. Wenn man das jahrelang macht, werden die Zehen immer mehr zusammengequetscht und dann hat man hier zum Beispiel vom großen Zeh, dass das dann rauskommt. Das ist ja bei den Kleinsten noch nicht der Fall. Aber wir wollen eigentlich, dass die Kinder natürlich auftreten können und die Zehen schön spreizen können. Ja? Von daher finde ich, sind Barfußschuhe ganz, ganz toll. Ja, aber es spricht auch nichts gegen einen hochwertigen, klassischen Schuh, aller Voraussetzung nach, dass die Sohle trotzdem dabei schön flexibel ist. Ja, genau. Genau, Vicky weiß noch gar nichts davon, aber mein Vorschlag wäre vielleicht ein Spezial machen. Oh, das fände ich alle super. Alle Produkte. Ach, das wäre süß. Ja? Da sind auch so schöne Sachen jetzt für Ostern bei. Genau, und da sind auch Cappies gekommen. Cappies, so. Genau. Genau. Dann und Täschchen. Oh, also das mal vielleicht oh Donnerstag auf jeden an. Fall. Jetzt sind hier noch ein paar Fragen gekommen. Ja, komm, raus damit. Ich hau mal von hinten los, weil Affenzahn das Thema war, dass die Frage war, ob Sandalen oder Halbschuhe kommen. Also das sind ja Halbschuhe. Genau. Mir ist nicht bekannt, dass es von Affenzahn auch Sandalen gibt. Bisher war es so, dass es ein Wintermodell gab. Die waren dieses Jahr noch nicht so der Renner, da müssen die noch mal ein bisschen überarbeiten. Aber diese Halbschuhe, die sind so fantastisch, aber ich weiß nichts von Sandalen. Finde ich ein bisschen schade. Aber... Ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr. Ja, ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass die vielleicht, na, wer weiß, die sind ja immer sehr, sehr flott. Sehr flott und vor allem sehr kurzfristig. Ja, ne? Ja. Also normalerweise, ihr müsst euch das vorstellen, bestellen wir die Sommerschuhe im Herbst des Vorjahres. Ja, bei Affenzahn ist das so 2 Monate vorher. Genau. Aber das ist einfach, weil die so jung und neu sind, bringen die das ganz zackig auf den Markt. Die kommen immer ganz hier ganz nett vorbei und sagen, ja, der Niklas. Wir haben wieder. Genau, mit seinem riesigen Tiger-Rucksack. Genau. Genau. Dann von weil ein bisschen höher. Ja. Buntgard etwas halbhohes. Haben wir Halbschuhe von Buntgard, ja. Ne? Ja, jede Menge. Jede Menge. Sehr, sehr schön. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt irgendwo rankomme. Ich greife jetzt einfach mal hier. Üpp, hier haben wir zum Beispiel so schöne halbhohe Chelsea Boots vom Buntgard. Die sind sehr, sehr schön. Wo habe ich denn euch alle? Die sind jetzt alle hier ein bisschen verräumt. Ja, ich habe hier ein bisschen Chaos gemacht.
ganz, ganz leicht. Warte mal, du. Ich denke mal, es wird aber auch noch einiges kommen. Ich komme jetzt auch gar nicht so genau ran. Aber ja, wir haben Bundcut Halbschuhe. Schaut doch einfach mal wieder bei in den Shop Kategorie Halbschuhe und dann auf Bundcut klicken. Und es kommen aber auch noch, wie gesagt, ganz, ganz viele. Genau. Ja? Dann haben... Die sind jetzt alle da drüben, die Goldenen und der Danny, der ist gekommen. Die hatte ich auch in der Story gezeigt zum Beispiel. Ja? Genau, und die Stories haben wir alle im Highlight gespeichert, oder? Haben wir das noch? Ich hoffe. Das machen wir das mal gleich nach. Dann müssen wir noch dem Live-Video. Noch mal schnell, genau. Genau. Ab wir auch Sandalen bekommen, mit denen man kurzzeitig durchs Wasser laufen kann. Keine klassischen Badeschuhe, aber so. Ja. Also wir haben ja fast alles Ledermodelle. Ja. Da würde sich das Leder nicht so drüber freuen. Nee. Und so Badeschuhe. Slipstops bekommen wir, aber es sind jetzt keine Sandalen, es sind so tolle Anti-Rutschschuhe, die ihr auch für Kinderton nehmen könnt, für Ballett, für Hausschuh, für Wasser, für alles. Genau, die versuche ich gerade einzugeben. Also mit welchen man das durchaus machen kann, ist, denke ich mal, die Philly Seastar. Ne? Dieses vegan, die vegane Sandale. Mit der könnte ich mir das vorstellen. Ihr seht die Seastar, die ist jetzt momentan ausverkauft, weil wir hatten die letzten Sommer, aber wenn ihr bei uns im Shop da einfach Seastar eingebt, Philly Seastar, müsstet ihr wahrscheinlich Modelle angezeigt bekommen, wenn ihr noch keine Vorstellung habt, wie sie aussehen. Genau. Dann gehe ich mal weiter hoch. Hm? Achso, wenn ein Schuh von einem Geschwisterkind da ist, sollte man den auftragen, ne? Oder eher nicht? Genau, das hatte ich auch schon gesehen. Ganz ehrlich, ich habe es auch so gemacht, dachte ich. Ich habe die Schuhe aufgehoben von meinem Großen. Das war ja ganz lustig. Und der hatte ja einen breiten Fuß mit einem Hohnspann. Und mein Zweiter hatte dann, der war ja nur maximal mittelbreit. Vor allem, als er noch klein war, war der noch schmaler. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich dachte, ich habe zwei Winterkinder, ist ja wunderbar. Es hat, also wichtig ist, A, ist die Passform identisch. Und die passt auch die Größe. Ja, nicht, dass ihr den Winterschuh aufhebt und der würde im Sommer passen. Das macht natürlich, also die Passform und der Sitz ist sehr, sehr wichtig. Und dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, schaut mal unten drunter, wie die Sohle ist. Bei den ersten Schuhen ist es oft so, dass die Kinder die nur wenige Male anhaben, ja, weil die Mäuse wachsen ja wie Unkraut. Ist der Schuh minimal abgenutzt und das vor allem gleichmäßig, dann ist das in Ordnung. Dann wechselt bitte lediglich die Innensohle. Die Innensohlen könnt ihr häufig austauschen und nochmal separat kaufen, wie zum Beispiel auch von Frodo, von Pololo, von Affenzahn haben wir bei uns im Shop auch auswechselbare Innensohlen. Dann ist das in Ordnung. Ist der Schuh einseitig stark abgenutzt, gerade weil die Kinder in den ersten Jahren durchaus auch mal nach innen laufen und nach außen laufen, der eine zieht seinen Fuß immer hinterher, dann würde ich davon abraten. Sieht der Schuh gut aus und vor allem ist damit wichtig gemeint die Laufsohle, ja, dann könnt ihr das machen. Aber wichtig auf die Passform achten, Größe, das muss alles passen. Und dann die Innensohle wechseln. Jeder sollte seine frische Innensohle haben. Weil die Kinder laufen zweimal mit den Sohlen und haben dann ihren Fuß hier drauf abgedrückt. Ja, und das nächste Kind hat einen anderen Fuß. Deswegen bitte Innensohlen wechseln. Okay. Genau. Sonst kamen jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Achso, alle Schuhe, die ihr bei uns im Shop findet, das sind alles Schuhe, die Chrom 6 freigegerbt sind, die fair hergestellt werden. Ja, wir haben hier keine Schuhe, die von Kinder für Kinder sind. Ja, also ihr werdet bei uns nicht Adidas und Co. finden. Wir haben Schuhe, die werden in Europa produziert zum Beispiel sehr häufig. Portugal ist ein sehr großer, bekannter Schuhherstellerland. Ganz unterschiedlich. Ja? Wir haben ein paar, die werden in Deutschland, hier Bären zum Beispiel, fertig auch in Deutschland. Wir haben auch viele deutsche Marken. Fili ist eine deutsche Marke, zum Beispiel Affenzahn auch. Frodo, die sehr beliebt sind, ist eine kroatische Firma. Bundgard kommt aus Schweden. Das weiß ich gar nicht. Bundgard. Auf jeden Fall hoch auf dem Wurm. Noel kommt aus Frankreich. Die machen meistens ja eher schmalere Schuhe. Mit einigen Ausnahmen. Noel hat auch breite Schuhe für größere Kinder. Die hier zum Beispiel. Ja, den Rilli, den Rolli, den Kongi. Das sind alles jetzt breite Schuhe für auch größere Kids zum Beispiel. Achso, und was halt jetzt ganz neu ist, die wir euch auch schon mal in der Story vorgestellt haben, sind diese Barefoot von Frodo, das sind die neuen, die gibt es in 27 aufwärts. Das sind Schuhe, wo wirklich richtig breite Füße. Also die sind an der Ferse relativ schmal und spreizen sich nach vorne richtig auf. Ihr seht das hier ganz toll. Bisschen, ja? Bisschen nach da, dann, ja, dann sieht man es auch.
Und das ist wirklich ein richtig toller Barfußschuh, wenn der Fuß nicht so breit, so hoch geht. Ja? Wenn er jetzt nicht einen mega hohen Spann hat, das haben die Kinder aber meistens nicht mehr bei 27 aufwärts. Ich nehme mal das Papier kurz raus und guck mal, den kann ich hier richtig einknautschen, einrollen, den kann ich so rumbiegen hier. Ja, der hat keine Sprengung, der hat nichts. Ja, der ist richtig toll. Super butterweiches Leder, den kann ich sehr empfehlen. Also für wirklich breite Füße, gerade auch bei größeren Kindern, der neue Frodo Barefoot, der ist mega. Den kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ach, jetzt kommen sie hier alle an. Hier ist Danny. Das sind jetzt hier nochmal ein paar Buntgard-Modelle. An die anderen komme ich gerade nicht. Die sind da hinten. Die sind jetzt gerade reingekommen. Die tollen Halbschuhe von Buntgard kann ich sehr empfehlen. Und sehr, sehr schön sind auch die Halbschuhe von Tellio. Ja, die rutschen immer hinten ein bisschen runter. Dabei sind die so, so toll und haben butterweiches Leder. Die kann ich auch sehr empfehlen. Und die sind auch ganz cool, so wenn die, da wird es ja auch meistens so, dass die Schuhe cool sein sollen, ne? Genau. Ne, wir haben nicht nur Schuhe für kleine Kinder, ne? Also wir haben auch wirklich Schuhe bis Größe 40, ja? Wo wir aber auch immer sagen, es sind immer Kindergrößen. Also wenn ihr als Eltern, als Mamas vielleicht auch mal einen Schuh auswählen wollt, das geht meistens nur, wenn ihr schmale Füße habt. Ja, wenn ihr jetzt ein Frodo auswählt in einer 40 zum Beispiel, dann geht das nur, wenn ihr einen schmalen Fuß habt. Andererseits, ansonsten kommt ihr da nicht gut rein. Ja, das sind jetzt hier alles zum Beispiel nochmal ein paar Frodo-Modelle, ein paar Frodo-Sneaker. Ja, auch alles so mittlere Weite. Würdest du mir nochmal die Soft geben? Das sind die zwei weißen da vorne. Der eine, der auch nochmal Neon ist, die wollte ich euch nämlich auch nochmal zeigen. Die finden wir ganz toll. Das sind auf jeden Fall coole Schuhe. Das sind coole Schuhe und das sind Sneaker. Und obwohl sie so cool sind, haben sie nicht so eine, ich sag mal, recht harte Sohle, sondern das ist jetzt die Soft-Version. Also guck mal, wie man den knautschen kann. Das ist doch irre. Das ist doch super. Ja, und hier auch so. Ist kein Barfußschuh, weil eine klassische Sneaker-Form, also dieses, ich sag jetzt mal wieder dieses Halbrunde, aber dabei total weich. Ja, und das ist der Frodo Soft Weiß Neongelb für ab 65 Euro. Hier auch nochmal als schwarzer, schwarz-weiß. Weiß-schwarz, so. Und Papier muss ich mal rausnehmen. Genau. Also, das sind jetzt neue Modelle hier bei uns. Wir haben jetzt auch viele in weiß, in grau, in schwarz. Schwarz ist ja immer auch für die beliebt, die zum Beispiel irgendwie auf einer, die eine Schuluniform tragen müssen. Ja, wir schicken ja auch woanders hin. Zum Beispiel nach, weiß nicht, nach Spanien hatten wir auch schon. Und da gilt Schuluniformpflicht. Und da kann man zum Beispiel auch einen schönen schwarzen Schuh anziehen. Da finde ich euch auch noch, den zeige ich noch als letzten hier, den Panther. Genau, ja, und als schwarzen Schuh. Wo wir bei Affenzahn sind, die Frage war, die Beere, kommt da, Beere ist der Koala, oder? Beere? Ist der Vogel. Der Vogel. Der textile Schuh aus Biobaumwolle ist der Vogel. Vicky, früher Vicky Vogel, jetzt nur noch Vogel. Genau, was war da die Frage dazu? Ob der nochmal kommt. Ob der nochmal kommt? Ich glaube, der ist gerade gekommen. Es kann natürlich immer sein, ne? Oft haben wir die Frage, oh Mensch, der Schuh ist jetzt ausverkauft oder sowas, kriegt ihr den nochmal rein? Meistens kriegen wir die Schuhe nicht nochmal rein, weil es Kollektionen sind. Ganz selten haben wir die Möglichkeit, nochmal einen Schuh nachzuordern. Aber seid nicht traurig, guckt einfach nochmal in ein, zwei Wochen später nochmal rein. Denn häufig sind die Schuhe, hat jemand 5, 6 Paar Schuhe bestellt, probiert die durch und schickt uns 3, 4 davon wieder zurück. Und deswegen kann es gut sein, dass ein Schuh nochmal verfügbar sein wird. Ja, also einfach nochmal abends nochmal auf der Couch nochmal klicken, ist der Schuh wieder da. Wir hatten früher auch die Möglichkeit, sich informieren zu lassen, sobald der Schuh irgendwie wieder verfügbar war. Aber leider haut das mit unserem System nicht so gut hin und es hat doch nicht mehr gut funktioniert. Deswegen haben wir leider diese Funktion nicht mehr, ja, dass man sich informieren lassen kann. Deswegen kann ich euch nur sagen, schaut immer mal wieder rein. Und unser Technik-Andi ist auch gerade da. Ja, genau, der ist krank, der sitzt aus. Die Frage war hier die letzte, würde ich mal sagen, so zeitlich, würde ich mal sagen, letzte Frage. Empfehlungen für den Waldkindergarten. Genau, Waldkindergarten, da muss es ja robust sein, meistens auch ein bisschen wasserfest zum Beispiel und schön zum Rumräubern. Da finde ich zum Beispiel für kleinere Kinder, ich glaube, den haben wir nämlich bis 27, den Walk hier toll. Also, oder Walk, hier geht es ja nun wirklich nicht um Wollwald, sondern zum Laufen, also den Buntgard Walk kann ich euch da sehr empfehlen. Ja, der ist schön robust, der ist aber auch dabei schön flexibel und der macht wirklich, hups, jetzt hopst er mir gleich weg, der macht wirklich alles gut mit. Hoppala. Ansonsten, ich muss mal gucken. Genau, schaut mal, jetzt kam schon wieder die Frage hier, wie viel Zentimeter und welche Schuhgröße und so. Schaut einfach im Shop nach, zum Beispiel bei Affenzahn, wir haben das ausgemessen. Genau, es steht bei jedem Schuh mit drin, genau, welche Zentimeter, welche Größe entsprechen. Genau. Ich kann, hier stehen glaube ich 3000 Schuhe, ihr Lieben, ich kann euch jetzt nicht von jedem Schuh in jeder Größe aus dem Kopf sagen, das ist 10,5, 26,3, das kann ich nicht. Ja? Aber das
steht bei jedem Schuh mit drin, welche Größe, welche Zentimeter entsprechen. Die Innensohlenlänge, ne? Behaltet im Kopf, 12 mm müsst ihr zu der Fußlänge hinzurechnen. Genau. Waldkindergarten. So, Waldkindergarten, also der Wald zum Beispiel ist sehr, sehr schön. Auch noch für kleine Kinder schön und robust und hat sich ganz gut bewährt. Ist, ich habe jetzt einfach mal hier einen breiten, für einen breiten Fuß zum Beispiel den Pololo. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ein leichter Einstieg. Der hier ist prima. Ja. Zum Beispiel, der macht alles mit. Der hat nämlich auch eine schöne Sohle, die einmal rundherum geht für kleinere Kinder. Ein toller flexibler Gummistiefel ist natürlich auch super. Der darf ja wirklich nicht fehlen bei Waldkitas, die den ganzen Tag damit draußen sind. Bei schlechtem Wetter. Dann haben wir auch Modelle für größere, zum Beispiel, upsala, der hier mit einer Textmembran. Der ist jetzt hier von Noel zum Beispiel. Der ist auch super. Ja, also auch die sind toll für die Waldkita. Waldkita muss ja schön pflegeleicht sein, wasserdicht. Ja, zum Beispiel. Oder natürlich halt auch die Fili-Modelle. Ups, das ist jetzt der Softfeed hier zum Beispiel. Für die, die sagen, es soll in der Waldkita möglichst weich und flexibel sein. Ne? Also da kann ich euch auch die Fili-Modelle wieder sehr, sehr empfehlen. Ja? Und hier wachsen unsere, die finde ich ja so klasse. Die Bergsteine, ja, die genau. Sind auch super. Magst du den mal einrollen, weil ich finde das so faszinierend für einen Gummistiefel. Den Gummistiefel, den kann man hier komplett, auch wieder einrollen. Der ist super weich und flexibel. Doch aus Naturkautschuk. Super flexibel, ist jetzt nicht für den breitesten Fuß. Aber so für schmale bis mittelbreite Füße. Blub, 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 blub. Direkt ja. Jetzt für so ein Wetter, wo man nicht genau weiß. Genau. Also wenn es jetzt draußen schneit, kann man sich auch wieder eine Fellsohle zum Beispiel reinlegen. Ja. Und ja, wir lieben den. Der ist super. Super weich und ungiftig. Ist Naturkautschuk. Ja, passiert gar nichts. Genau. Ja. Habt ihr noch eine Frage? Letzte Chance? Ansonsten sind wir nämlich für heute erstmal durch. Wir haben schon fast wieder 50 Minuten gequatscht. Das geht immer rucki-zucki. Hier, der Barefoot, den finde ich auch super für eine Waldkita. Ist ja alles pflegeleichtes Glattleder. Achso, bei Glattledermodellen, da könnt ihr einfach zum Beispiel den Schuh einmal grob reinigen mit der Bürste. Dann nehmt ihr den Lederbalsam, zum Beispiel von Ulrich, fettet den ein, nehmt mit einem Tuch oder mit einer Polierbürste das überschüssige Fett wieder ab und dann habt ihr euren Schuh schön gepflegt, das Leder ist gut genährt und macht den ganzen Schuh robuster und wasserabweisender. Ja? Okay, ihr Lieben, dann war's das. Dann genau. War's das für heute. Morgen sehen wir uns zu Stoffwindeln. Morgen ist wieder Stoffi-Mittwoch hier. Mhm. Stoffwindelschule. Genau. Das letzte heißt. Stoffwindel-Video, wie gesagt, findet ihr jetzt bei YouTube. Anderthalb Stunden könnt ihr euch Zeit nehmen. Haha, genau. Macht es euch gemütlich damit. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schickt uns per Insta eine Nachricht. Wer unsicher ist, wie der Fuß ausfällt, schickt uns bitte ein Foto. Dann schreiben wir euch, wie der Fuß schmal oder mittel oder hoch oder weiter oder ja. Habt ein bisschen Geduld, weil Vicky ist hier am Rödeln, die ist macht alles Mühe. Gleichzeitig, dass ihr, wenn ihr nicht sofort eine Antwort kriegt, aber sie bemüht sich. Genau. Hat sich stets bemüht. Oh oh. So gut. Okay, ihr genau. Lieben, also macht's gut und wie gesagt, Sandalen kommen jetzt alle, ja? Jetzt ist so Halbschuhzeit und das empfehle ich auch jedem, nicht vom Winterschuh auf eine Sandale wechseln, ja, bei den Kindern. Gönnt den Kindern auch einen Halbschuh. Ihr lauft auch nicht im Winterboot und nur in Sandalen rum. Okay, das war's jetzt wirklich. Ciao! Warte, so. Beenden. Jetzt beenden und hier auch beenden. Ist beendet?